Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich bin glücklich und froh, dass die Resonanz auf mein erstes Video so groß war, besonders die positiven Erfahrungen, die positiven Mails, die ich alle erhalten habe, haben mich sehr gefreut. Haben mir auch wiederum gezeigt, dass der Weg an sich jetzt im Moment auch so gesehen der richtige ist. Ich sollte an sich viel mehr Videos drehen, weil ich merke, dass die gesprochene Aussage wirksamer ist und die Menschen berührt und vor allem die Seele erreicht. Ich kann euch eins versichern, dass die ganze Arbeit, die ich hier seit Jahren verrichte, mir sehr am Herzen liegt. Und die paar Negativ-Mails, die ich so erhalten habe, naja, ich habe damit ganz einfach den Mülleimer in meinem PC gefüttert, weil es dadurch viel besser ist und ich weniger Ärger verspüre. Ich lasse diese Energien gar nicht Besitz von mir nehmen. Ich möchte euch einfach nur eins sagen, dass wir jetzt in einer ganz, ganz, ganz besonderen Zeit leben. Und das ist meine kleine Message für heute Abend, die ich euch mitteile. Bitte versucht zu verstehen, was um uns herum vorgeht. Versucht die Wichtigkeit dieser Zeit, in der wir leben, versucht die mal zu begreifen. Allein die Bovis-Werte, die sind regelrecht am Explodieren. Was bedeutet das für uns heute? Ganz einfach, dieser sogenannte Aufstieg, der ist in vollem Gange, aber er ist immer noch an der untersten Stufe und das sollte euch allen bewusst sein. Ja, wenn ich heute die heutigen Werte gucke, die von gestern oder vorgestern 21 auf heute über 159, gestern Abend 72 und jetzt mittlerweile sind wir über 350 hochgeschossen. Wie schnell wird es gehen, dass wir auf diesen von Menschen gemachten Tabellen dieses Gogol erreichen werden, das heißt eine 1 mit 100 Nullen dran. Klar werde mich da wieder einige in der Luft zerreißen, dass ich spinne, aber glaub mir, Lieben, das ist einfach Tatsache. Und wenn Menschen diese sogenannte Physiker nennen oder Geophysiker nicht mal wissen, was sie tun sollen, weil sie Angst haben, den Menschen irgendwas, was sie festgestellt haben, mitzuteilen, dann ist das nur noch traurig, dass sie ihr Ruf oder ihre menschlichen Karriere vielleicht, die eh nicht vom Bestand ist, dass sie die glauben aufs Spiel zu setzen und dadurch die Wahrheit verheimlichen. Aber das, meine lieben Freunde, das ist leider oft der Fall und sehr viel der Fall in der heutigen Welt. Und damit müssen wir leben. Ich möchte in dem Zusammenhang einen Artikel zitieren, den jeder nachlesen kann. Bei Kopo Online wurde er wunderschön beschrieben heute. Da schreiben diese sogenannten Geophysiker, dass sie sich ganz bewusst sind, dass die Pole der Erde sich im Moment ganz stark verändern.
dass dadurch wiederum diese Energien, da haben sie diese Schwarm oder Swarm Satelliten ausgeschickt, 3 Stück an der Zahl, ganz lustig, was da für Geld ins Weltall gepulvert wird, nur um sogenannte wissenschaftliche Messungen zu machen. Und diese Messungen, meine lieben Freunde, stellt euch die mal vor, die bringen jetzt einfach einmal Tatsachen ans Licht, Tatsachen, die wir schon seit Jahren wissen, eben nicht wissenschaftlich begründet können. Und sie sind da, diese Tatsachen. Und diese Messungen, das ist heute zum Beispiel der Fall mit diesen Bovis-Werten, die unwahrscheinlich jetzt in die Höhe schweifen. Und das sind die sich bewusst, dass diese Bovis-Werte hochschießen. Nur, dass es sich so in der Form bemerkbar macht, das traut sich keiner zu sagen von denen. Und das ist an sich traurig, denn wir haben da mit, also ich, sage ich mal, meine Person, meine Partnerin, unser Messteam, wir haben da kein Problem damit, das alles zu publizieren und den Menschen mitzuteilen, weil es ja schließlich nicht nur einige wenige Biophysiker betrifft, sondern es betrifft die ganze Welt, es betrifft die ganze Menschheit, die jetzt hier und in dieser besonderen Zeit lebt. Und diese Menschheit, das sollte uns bewusst sein, dass viele gutgläubige Menschen dabei sind und die wollen auch wissen, was los ist. Und ich werde sie versuchen, alle ein bisschen mehr noch aufzuklären als gestern in dem Video. Ich werde versuchen, euch einfach klar zu machen, dass wir nicht nur ruhig sein sollten, im Gegenteil, wir sollten auch ein bisschen Vorsorge haben für uns und unsere Lieben. Ja, das soll jetzt bestimmt keine Panikmache sein, wenn ich das erwähne. Aber ich persönlich, ich habe schon für die notwendigsten Sachen ein bisschen vorgesorgt. Wir haben einiges an Reserven von Trinkwasser da, wenn denn ein Vollstromung kommt, als Beispiel, dass erstens mal hier alles drunter drüber geht, oder dass Sonnenstürme reinkommen, das wird ziemlich sicher der Fall sein, bei den Schwingungen, die im Moment hier gemessen werden auf der Erde, sollten wir bedenken, dass diese galaktische Welle ja zuerst zu der Sonne kommt und da auch einiges bewirkt, so wie sie hier auf unserer Erde einiges bewirken wird, ne? Und jetzt schon bewirkt hat, wenigstens beim Bewusstseinsveränderung von uns Menschen. Was jetzt ganz wichtig ist zu sagen, die Sonne, die wird ganz genauso reagieren, ja, wie die Erde reagieren wird, wenn diese galaktische Welle mal im vollen Umfang hier angekommen ist. Und so kommen sie zuerst zur Sonne an, dann wird die Sonne Reaktionen zeigen, und zwar werden Sonnenstürme in vermehrtem Maße sein, viel, viel mehr, als wir das je bis jetzt erlebt haben. Und dann wird eben diese Zeit sein, ich komme wieder auf mein Lieblingsthema, die Bibel zu sprechen. Die Bibel sagt dazu, es werden Zeiten kommen, ne, wo wir diese Wiederkunft oder Parousia Christi an Sonne, Mond und Sternen, das heißt, im Universum sehen werden, am Himmel sehen werden. Und glaub mir, wenn ein richtiger, kräftiger Sonnensturm hier auf der Erde ankommt, dann wird das überall auf der Welt, auf jedem Himmel sichtbar sein, nicht nur im Norden Deutschlands oder im Norden von Alaska oder sonst wo, Kanada, sondern hier überall wird das sichtbar sein, egal wo wir hinschauen.
die anderen Auswirkungen von der Sonnenstürmen, das wird die sein, dass wir wahrscheinlich tagelang, wochenlang oder monatelang ohne Strom wieder sein werden. Und das ist ein Segen für uns Menschen. Die Menschen werden sich mal wieder besinnen, sich auf das Menschsein zu konzentrieren. Und sie werden wieder zueinander finden. Sie werden wieder miteinander reden. Sie werden auf einmal Zeit haben ohne Ende. Und das wird das Schöne daran sein. Und so werden wir zu unseren Wurzeln zurückfinden. Aber auch für die Zeit, oder wenigstens für den Übergang, bis solche Wunderwerke von Tesla zum Beispiel dann installiert werden oder gebaut werden können. Ja, das war ein fantastischer Mensch. Nur leider ist in unseren Industrienationen das Problem da, dass eben dass diese wunderbaren Erfindungen, sage ich mal, und Entdeckungen alle unter den Tisch gekehrt werden, weil man ja dadurch kein Geld verdienen kann. Denn Energie kann doch nicht für alle da sein. Da haben die Bilderberger schon ihre Finger drauf, dass da nichts passiert. Und das wird von göttlicher Seite aus bewegt werden. Wenn wir nämlich dann hingehen, wie es jetzt der Fall sein wird, wenn Sonnenstürme kommen, ja, dann wird das passieren, dass diese neuen Energien möglich sein werden, weil es gar nichts anderes mehr gibt. Die Menschen mit ihrer sogenannten Wissenschaft, ob sie Biophysiker sind oder egal, was auch immer, Ingenieure sind, Techniker sind, die werden gar nichts zustande bringen. Nur diese neue Energie, ja, die wird was zustande bringen. Und die Erkenntnis und die Bewusstseinserweiterung, die wir Menschen dann haben, dies alles nutzen zu können, das wird Bestand haben. Alles andere wird vergehen, genauso wie Geld und Reichtum. Und das sollte uns zu denken geben. Ich komme jetzt, weil ich den Faden immer verliere, wenn ich über diese Energien rede und über die Zukunft, komme ich jetzt wieder darauf zurück, dass ich sagen möchte, wenn die Sonne uns solche Stromausfälle hier beschert, durch Sonnenstürme, die passieren werden, das ist so sicher, wie ich hier sitze, im Moment und so sprechen darf. Dann bedenkt bitte, dass ihr euch für diese Übergangszeit, das war mein Gedanke, versorgt mit allem, was ihr braucht. Ich habe mir da so Campingkocher angeschafft und ein paar Gaspatronenreserve, sodass ich wenigstens Wasser zubereiten kann. Ich denke da nicht nochmal, am wenigsten denke ich da an mich, aber an meine liebe Partnerin Ulrike. Denn sie ist noch, und obwohl vegan, aber dann wird sie auch vielleicht ein Süppchen kochen wollen oder heiß machen, Wasser abkochen wollen. Und für all diese Dinge, ja, oder ein bisschen Reis oder ein bisschen Teig fahren oder Hülsenfrüchte zum Aufquellen, da braucht man nun mal Feuer und man braucht Wasser. Darum ein bisschen Reserve an Wasser ist angebracht. Solche Dinge zum Behelfen, Kerzen in beliebiger Menge, Streichhölzer vor allem, denn alle Piezo-Anzünder werden nicht mehr so funktionieren und die magnetischen schon dreimal nicht. Und dann sollte man bedenken, dass man diese Sachen an einem Ort aufbewahrt, wo sie gut zugänglich sind, mit ein bisschen Lebensmittelreserven, die nicht verderben, und dass man dann sehr gut über einige Wochen über die Runden kommt. Und was noch wichtiger ist, dass man das nicht für sich selbst nutzen kann, sondern für die Menschen auch, die man vielleicht liebt und die sich nicht so vorbereitet haben. Man sollte auch an andere denken. Wir als sogenannte spirituelle Helfer, man nennt das auch manchmal Heiler,
Ja, wir werden besonders gefragt sein, weil wir durch unsere Fähigkeiten eben alle Menschen helfen können, sich energetisch zu reinigen, dass wir ihnen helfen können, in Geduld auszuharren, das Gottvertrauen zu bekommen und dass wir vor allem die Menschen aufklären über diese Dinge, die da kommen werden. Und das ist mit Sinn und Zweck meines Videos hier und heute, weil ich euch in einer Reihe Videos jetzt jedes Mal mir die Zeit nehme, euch jeden Tag ein bisschen mehr aufklären werde, damit wir die nächsten Monate, Wochen, Monate, Tage, das, was auf uns zukommt, dem behutsam und in allem Gottvertrauen entgegengucken können. Und damit wir nicht jetzt einen dran machen auf die Supermärkte, sondern bei Gelegenheit vielleicht uns mal MMS bestellen, jeder kennt das mittlerweile, um nicht so gutes Wasser zum Trinkwasser zu machen oder Filter zu benutzen dafür, sodass man sich behelfen kann für sich und die Seinen, damit man aber diese Anfangsproblematik, sage ich mal so, dass zum Aufstieg gehörenden Umwandlung der Erde, das gehört dazu, damit wir das im Griff haben. Und da gehört sehr viel Organisation, Liebe dazu und vor allem gesunden Menschenverstand zu gebrauchen und nicht in Panik zu kommen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Für weitere Informationen stehe ich immer gerne zur Verfügung. Auf meiner Webseite könntet ihr jede Menge Infos finden, besonders über Ernährung, warum es so wichtig ist, dass man lernt, sich von Licht und diesem göttlichen Prana zu ernähren. Dann braucht man nämlich alle diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, braucht man nicht. Und darüber, dieses Prana, werde ich in den nächsten Tagen ein Video machen, wo ich euch einige Tipps gebe und erkläre, wenn ihr in Verzug kommt, im Hier und Jetzt, durch solche Umweltbedingungen, sage ich mal dazu, gelinde ausgedrückt, dass ihr nichts zu essen habt, wie ihr euch dann helfen könnt, euch und eurer Familie, aber nicht zu verhungern, sondern über andere Wege, dass ihr könnt euch selbst ernähren über die göttliche Kraft und die göttliche Prana-Nahrung, die überall um uns herum steckt. Wir brauchen nur zu wissen, wie wir sie nutzen können. Und so will ich mich für heute verabschieden. Wünsche euch allen eine grusame Nacht, einen schönen, ereignisfreudigen morgigen Tag mit wiederum einem erhöhten Movis-Wert, der uns alle ein bisschen zum Nachdenken anregen sollte und zum Überlegen, wie wir unser Leben in Zukunft gestalten. Ich danke euch.